Hallo zusammen. Ich hatte neulich diesen Film reingestellt, Repair Strategies. Der hat wohl einigen Leuten ganz gut gefallen. Dann habe ich gesagt, hier, fragt doch mal, was ihr sonst noch haben wollt. Da war eine Frage, also zwei vielmehr, der Pavel war das, hat gesagt, kannst du uns das mal erklären mit dem Gaps, wie man das zum Trading ausnutzt, respektive wie man Unterstützung findet und Widerstände. Und da gehe ich jetzt mal drauf ein, und zwar anhand eines ganz neuen Beispiels, was momentan überall rumschwirrt, das ist ex-Facebook Meta Platforms. Daran will ich das mal zeigen, wie ich das mache. Das ist jetzt einfach nur mal der Chart vom, was ist das, März letzten Jahres. Und hier sieht man dieses fette, fette Gap. Ich mache jetzt, was ich dann immer mache bei sowas, wenn wir also hier etliche Marken schon unterbieten, ein riesiges Gap haben, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht, ist, sei es erstmal dahingestellt. Ich will einfach nur zeigen, wie ich rangehe. Ich nehme den Chart einfach mal, solange ich mir irgendwie darstellen kann. Also ich könnte jetzt hier noch 5 Jahre weitergehen, aber wer die hier sind, das bringt herzlich wenig. Deswegen gucke ich, wo habe ich denn eine fette, fette Korrektur? Und das ist diese hier. Das ist das Prä-Corona-Hoch und das ist das Corona-Tief. Und das ist interessant, ne? Das liegt schon wieder auf dem Prä-Corona-Hoch. Also von oben nach unten. Da sind einige Werte noch nicht hingekommen. Also, ich fange damit an, dass ich mir eine Linie ziehe. Nehmen wir mal dieses Prä-Corona hoch. Bin ich hier? Darf man nie genau auf den Punkt gucken. Das mache ich jetzt mal größer. So, jetzt habe ich es auch beschriftet, dass es drin ist. Das haben wir also hier gesehen. Ich kann sogar noch ein bisschen höher gehen. Das sind wir hier. Das ist erstmal so der erste Bezugspunkt. Jetzt mache ich eins. Bevor ich jetzt im Chart weiter Linien reinmale, gucke ich mal von diesem Bezugspunkt hier, das war das letzte wirklich große, die letzte wirklich große Korrektur. Und dann schaue ich, sind wir hier in irgendeiner Fibo-Zone? Und da fällt mir auf, dass wir hier bei dem 61er Retracement sind. Da. Das ist der Dollar-Chart, das haben wir mal nebenbei bemerkt. Was ich jetzt mache, ich zeichne mir so eine Soft Landing Area ein. Hier ist das 61er und hier unten ist der Chartpunkt, den wir eben ermittelt haben. Das ist so eine Soft Landing Area, wie gesagt. Also was anderes fällt mir doch gar nicht ein. Da darf sie rein. Ist noch nichts passiert. Der untere Punkt ist die 222, aktuell der Kurs 237 Dollar. Eigentlich reicht mir das fürs Erste. Wir haben jetzt natürlich hier oben das große Gap. Das ist hier. Da. Und dann sind wir, ich guck mal hier drauf, close 323. Und dann verließen sie ihn. Das ist schon heftig. Ich meine, mal nebenbei bemerkt, Facebook, also der Zuckerberg, der hat schon manchmal ein bisschen Ideen, die sind ein bisschen strange. Zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, das war hier. Auf einmal kommt die Meldung, der Kurs steigt steil, auf einmal kommt die Meldung, Mark Zuckerberg verkauft XY% von seiner Firma. Fand ich schon mal ein bisschen merkwürdig. Er muss dazu, weil er Inhaber ist, sich von der SEC und von welchen Ämtern auch immer in Amerika, muss er sich ein Okay holen. Das ist dann für das Kalenderjahr gültig. Nächstes Kalenderjahr muss er es dann wieder machen, muss es auch kundtun. Er hat es kundgetan, das war alles legal. Aber komisch war, dass dann 4 Tage später ganz schlechte Zahlen kamen. Aber da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Ich finde, der Elon Musk hat das wesentlich schlauer gemacht. Ja? Hätte der Elon die Leute nicht abstimmen lassen, sondern einfach seine Aktien verkauft, das hätten sie ihm übel genommen. So nach dem Motto, oh, der macht Kasse, der lässt uns jetzt hier auf den Höchstkursen sitzen und so weiter. Da macht er so eine Abfrage, was war das über Twitter, glaube ich, ne? Dass der das okay dafür kriegt, ist doch klar. Aber jeder wusste, da wird was verkauft. Ich kann mir das lieber vorstellen, wie er das gemacht hat. Das macht er jetzt ganz gerne mal. Dann trinkt er dann Whisky, raucht einen Joint. Wahrscheinlich saß er noch im Whirlpool oder so. Ich habe keine Ahnung. Und da kommen ihm so Ideen. Aber ich fand, das hat er Weltklasse gemacht. Muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Ja, dem ist keiner böse, dass der Kurs gefallen ist. Ja, weil er ist nicht der Auslöser dafür. Nicht wirklich. Also fand ich Weltklasse. Und das macht der Zuckerberg, der versteht es halt irgendwie nicht so. Das ist, der ist halt da nicht so ein Visionär, was das angeht, das Verhältnis zu den Aktionären. Gut, machen wir mal hier weiter.
So, jetzt haben wir also hier dieses riesige Gap. Am Freitag ist der Kurs dann mal runter, irgendwie 2,30, ich glaube 2,28 war der sogar. Da ging er wieder ein bisschen hoch und schließt. Das sieht aus wie so eine Art Doji hier. Jetzt stehe ich hier. Die Technik ist bei sowas, also diese mathematische Technik ist da völlig überfordert. Das MACD weiß gar nicht, was es machen soll. Ja, das ist keine Chance. Was mir auffällt, worauf ich immer wieder hinweise, ist, die Bänder gehen auf. Das obere nach oben, das untere nach unten. Wir sind weit vom unteren entfernt. Das wird jetzt am Montag wieder deutlich fallen. Ich nehme an, das wird irgendwo hier so liegen, so um die 240. Aber das auszurechnen ist nicht so einfach. Und das obere auch. Ich behaupte ja immer wieder, erst wenn das der Bewegung, in diesem Fall abwärts, entgegengesetzte Band, die Richtung ändert, dann setzt eine Stabilisierung ein. Jetzt sind natürlich die Bewegungen vom Facebook so brutal, ja, da einen Tag zu warten, das ist eine lange Zeit. Vor allen Dingen vielleicht auch für Leute, die da eine Position haben. Also ich habe jetzt hier nochmal, ich habe dieses Pre-Corona hoch, das kommt von hier hinten als gute Unterstützung. Und ich habe dieses Soft Landing Area, bestehend aus dem 61er Retracement bis runter zu diesem Corona hoch. Das ist diese schraffierte Linie, ist jetzt für mich diese Unterstützungszone. Wir sind, wenn ich jetzt mal nur den Trend anschaue, ja, der geht hier hoch, ein Tief geht weiter hoch. Wir haben die letzten Verlaufstiefs unterboten. Das ist eine Katastrophe. Zu Facebook gehören ja ein paar Unternehmen, ja, also Instagram auch. Das ist zwar schön, aber momentan wird Facebook immer wieder genannt im Zusammenhang mit Metaverse. Metaverse. Ich weiß nicht, wie weit Metaverse sich irgendwie in der Zukunft darstellen wird. Ich kann es nicht sagen, gebe aber ganz offen zu, ich bin im Erkennen von solchen Megatrends nicht gut. Also als ich die ersten über die Freskas, die ersten mit so einem tragbaren Telefon da habe laufen sehen, mit so einem Koffer, der was weiß ich, 20 Kilo wog, ich habe gesagt, das kann doch nicht die Zukunft sein. Dann habe ich zwar die kleineren Handys gesehen, ich hatte dann auch relativ schnell eins, das war glaube ich so 1991 oder 92, das war noch, ich glaube, das war Nokia. Und ja, aber ich habe den Trend an sich so nicht erkannt. Ich hätte nicht gedacht, dass da die ganze Welt auf einmal so Dinge hat. Ich bin da nicht so gut drin. Aber jetzt hier nochmal wieder zurück. Was passiert? Also ich weiß es nicht, ich glaube, dass sich das hier beruhigen wird. Irgendwo hier in diesem Bereich. Damit der Tag zu langsam ist, gehe ich dann ganz gern mal auf zum Beispiel 4 Stunden. Auch hier gehen natürlich die Bänder fett auf. Ich hole das mal ein bisschen höher. Und da sind wir sogar schon wieder im unteren Band dran. Ganz klar, Technik super tief, alles super tief, aber noch keine Unterstützung. Ich glaube, eine Unterstützung ist auszumachen, wenn über den 4-Stunden-Chart dieser Punkt hier, ich gehe mal nebendran, das ist 247, wenn der mit einer 4-Stunden-Kerze überboten wird. Eine schöne weiße Kerze, die praktisch all dieses hier vernascht. Dann sehe ich eine sehr gute Chance, dass sie sich zumindest hier in diesem Bereich, wo jetzt der 10er gleitende Durchschnitt ist und bald auch, weil der fällt heftigst ab, bald auch der 20er gleitende Durchschnitt, dass wir dahin gehen. Also für ein kurzes Spiel habe ich jetzt momentan keine weiteren Verkaufssignale. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Tag, weil jetzt zeige ich euch mal, wie ich dann an die Scheine rangehe. Ja. Und zwar, hier ist also der Tag. Wenn ich sage, das ist eine Unterstützung, kann ich zwei Dinge spielen. Soweit der Trend im 4- oder vielmehr die Kerzen im 4-Stunden-Chart eine Entlastung zeigen, kann ich möglichst nah hier dran gehen. So, also das wäre schon frech. Ein 223er, der wäre selbst mir zu scharf. Aber hier, sowas da. Da das letzte Verlaufstief. Da sind wir bei 207. Also kann ich das sagen, so ein 205er, 205er K.O.-Schein. Das kann ich mir suchen. Ja, aber den würde ich nur nehmen, wenn das Ding hier wirklich rausschießt über einen 4-Stunden-Chart. Oder ich nehme einen, der deutlicher weiter drunter liegt und da bin ich, sagen wir mal, hier so bei 108, mal gucken, da hier, 180 ungefähr. Und da gehe ich jetzt folgendermaßen an. So, das habe ich jetzt mal vorbereitet hier, das ist auf der Seite von Goldman. Das ist ein super schönes Tool, sage ich auch nicht ohne Stolz, da habe ich auch ein bisschen mitgemacht. Ich habe es hier oben schon alles Mögliche eingestellt. Ich habe gesagt, ich will long gehen, ich möchte den Knockout haben. Wir nehmen jetzt mal den scharfen Schein, erstmal als Beispiel, 205 zu 208. Ich will, man kann hier wählen zwischen Mini-Stop oder Mini-Futures und Turbos. Ich habe die, glaube ich, noch nie gehandelt, nur wenn es mal nichts anderes gab. Ich gehe immer auf die Turbos. Und ich habe
Emittenten ausgewählt, ich habe Open End gewählt und jetzt kommen wir hier mal rein. Dann habe ich also verschiedene Emittenten. Ich möchte euch jetzt hier nicht missionieren, das müsst ihr für euch selbst aussuchen. Ich vergleiche dann immer zum Beispiel, hier habe ich die beiden, die haben einen sehr nahen Schein, 6,18, 6,21 und dann vergleiche ich die Preise. Und da liegt der hier vorne. Ja. Ich mag sowas nicht so sehr, ich mag HSBC sehr, sehr gerne, gucke ich oft rein, aber ich mag diese Art von Scheinen da nicht, das ist nichts für mich. Und dann vergleiche ich schlicht und ergreifend, wie die Scheine liegen. Also zum Beispiel der hier gegenüber dem, da ist der auch günstiger. Ja, das müsst ihr für euch selbst wissen. Also ich würde jetzt in diesem Fall wahrscheinlich, was sind das, ein 207er, ich würde wahrscheinlich sowas hier nehmen. Da gehe ich dann da drauf und habe dann hier die Kennnummer und alles da. Das würde ich machen. Und jetzt machen wir den zweiten Schein. Da bleibt das alles, long bleibt. Und hier sage ich jetzt mal 180, das war, sagen wir mal 175, zu 180. Ups, ist falsch. 180. So. Ich lasse es hier Open End und ich lasse das bei den Emittenten. Ich kann das hier sortieren. Dann fange ich wieder an zu vergleichen. Da, was soll denn hier? 178,66. Ja, das ist also UBS ganz vorne hier. JP Morgan. Das kommt auch in etwa hin, ist auch sogar günstiger, ist aber nicht viel, was das jetzt hier ausmacht. Also sucht es euch aus, in diesem Fall würde ich wahrscheinlich für den hier gehen. Und dann steht dann hier auch immer die Kennnummer. Also so mache ich das. Jetzt gehe ich mal hier raus, nochmal auf den Chart. Ich warte, um das nur ganz kurz zusammenzufassen, ich kreise den Chart ein über Fibos, über Linien. Vielleicht habe ich hier und da noch Kanäle, ja, die ich hier irgendwo ziehen kann. Flaggen, Bullenflaggen, Bärenflaggen, wie auch immer. Ich warte nicht auf den Tag, weil die Werte sind so volatil, die sind, da kann ich schneller reingehen. Hier ist das Band, wir sind wieder drin im Band über dem 4-Stunden-Chart. Es dreht leicht, aber hier warte ich auf ein eindeutiges Kaufsignal. Auch wenn das vielleicht dann vermeintlich wehtut, zu sagen, oh, die sind jetzt 237 und ich soll jetzt warten bis 247, das sind doch schon 10 Euro, beziehungsweise 10 Punkte, 10 Dollar. Meines Erachtens nach ist es sehr viel sinnvoller zu warten, bis so ein Signal hier kommt, also bis das überboten ist. Warten, der kann nämlich auch vorher nochmal hier drunter und wenn es ganz blöd läuft, zieht er auch hier durch. Aber das sehe ich jetzt mal nicht. Das ist eine schöne, schöne Marke hier, diese 230 bis zu 223. Ich denke, man kann anfangen. Jetzt noch zum Money Management. Wenn so ein Wert so heftig gefallen ist, also ich mache es grundsätzlich ja so, ich gehe in jede Position mit dem gleichen Geldbetrag rein, es sei denn, es sind Schnüffelstücke. Schnüffelstücke, das war die Geschichte, wenn ich in den Markt reinriechen will, ja, weil mir, also das ist meine persönliche Sache, mir nutzt es nichts, wenn ich nur vorm Chart sitze, ich will den Markt fühlen, ich will den spüren. Und das tue ich, auch wenn ich nur 10% der Position habe, werde ich da aufmerksamer. Ja, das ist so wie so eine Art Adrenalin, was da kommt. Aufmerksamer auf kommende Orders rein, entsteht der Volumen, ist da Druck drauf, nach oben oder unten. Ich finde, ich fühle das dann besser, aber das ist, müsst ihr wissen. Also in diesem Fall würde ich wahrscheinlich sagen wir vielleicht 20-25% der Position machen, hier unten einfach mal zum Anfangen, zum Spüren. Position ausbauen, erst hier oben drüber. So, mal schauen, ob euch das was nutzt. Ich wünsche euch was. Happy Trading, fette Beute, bye bye.